Seitdem ich dich kenne, Iris, malst du riesige Formate. Ich glaube, das erste, was ich gesehen habe von dir, Le Chinoise, war eine riesige Arbeit, die 3 Meter hoch und 4,50 Meter breit war. Das war auch das Bild, was mich wirklich eigentlich dazu gebracht hat, mit dir als Galerist anzufangen zu arbeiten. Was ist das? Warum musst du so groß? Es gibt ja fast nichts im mittleren Format oder so. Eigentlich das, was für dich wirklich bezeichnend ist, ist dieses große Format. Warum willst du so groß arbeiten? Hat es mit deiner Körperbewegung zu tun? Ja, es hat definitiv was damit zu tun. Es hat was mit körperlicher Arbeit zu tun. Also es ist eben ganz, wirklich ein großer Unterschied, ob man am Schreibtisch sitzt oder eben im Kleinformat bearbeitet. Ich habe natürlich eine Leiter und die verschiebe ich dann die ganze Zeit und kletter rauf und kletter runter. Und das ist für mich ein total wichtiger Aspekt, also körperlich zu arbeiten beim Und steht zum Beispiel die Zeichnung aus einer Vorzeichnung bereits vorher fest oder ist diese körperliche Bewegung bei der ersten Setzung der Zeichnung auf diesem Papier schon ein wichtiger Punkt bei dir? Also du gehst auf das leere Blatt zu und fängst an, an einem bestimmten Punkt zu arbeiten. Ja, also es gibt Ideen, die sammle ich in Form von kleinen, relativ groben Zeichnungen, also die können ein Bleistift gezeichnet sein, können aber auch eine kleine Kohlezeichnung sein. Und dann gibt es welche, die mir auffallen, die irgendwas Besonderes haben. Die selektiere ich dann immer weiter oder arbeite auch immer weiter daran, um dieses Besondere rauszukristallisieren. Aber da wird dann eine freie Vorzeichnung auf dem großen Blatt wieder gemacht. Ganz genau. Und das ist das, was man dann auch teilweise sieht an den, also mit Linien, die eben quasi stehen geblieben sind, ja, die freier sind als die harten Formen, die genau, da also das hinter uns ist jetzt zufällig ein Bild, wo du relativ sauber gearbeitet hast. Es ist auch ein Bild aus der ganz allerletzten Zeit, wo du anfängst, die Linien dann auch immer klarer und deutlicher zu bestimmen. Willst du sagen, dass es im Augenblick so ein etwas ist, was zufällig bei diesem Bild genau ist und bei anderen Bildern noch nicht mehr? Vielleicht sehen wir ja nachher noch andere. Ja, also ich meine, wenn man genauer hinguckt, sieht man, dass durchaus Bewegung da ist, also hier auch bei dem Fuchs. Das ist jetzt eher ein Zufall, würde ich sagen. Also es ist, ich versuche, so wenig Zeichnung wie möglich immer zu haben. Und bei dem war, wusste ich schon von dieser kleinen Vorzeichnung, genau das möchte ich auch. Die Fläche hat die auch eine Funktion für dich, die völlig unabhängig ist von der Darstellung. Also ja, ist es etwas, was du sozusagen nur als großen Wert im Großen und Ganzen benutzt, der auch für sich abstrakt als ein wichtiger Aspekt des Bildes existiert. Ja, 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 absolut. Vielleicht gucken wir uns das mal in einem anderen, kleineren Bild von dir nochmal an, weil du da sogar schon im Kleinen mit diesem Aspekt arbeitest. Jetzt hatten wir ja gerade darüber gesprochen, bei dem großen Bild, von dem wir vorhin gestanden haben, wie stark du die Fläche ganz abstrakt auch benutzt und wie stark die ihr Eigenleben bekommt. Das sieht man ja hier in diesem Bild ganz, ganz deutlich. Mhm. Ist das jetzt ein Bild, wo du im Kleinen mit dieser Fläche experimentiert hast, um zu sehen, wie weit man gehen kann? Ja. Oder ist das etwas, was aus diesen anderen Bildern herauskommt? Nee, also das ist im Grunde genau so, wie du gesagt hast. Im Grunde fängt die Fläche an, autonom zu werden. Mhm. Also das ist ja quasi hier eine ganz starke Form, die quasi in eine dunkle Fläche reinkragt. Mhm. Also im Grunde liest man das als geschlossene Fläche und eine weiße Fläche, die da reinschiebt. Ja. Und dieser Rock, der ist ja dann, du sagst, den gibt es schon lange, aber der wird ja dann bei den noch neuen, größeren Bildern noch zu einem ganz anderen Instrument. Vielleicht gucken wir uns die mal eben an. Das ist dann jetzt eines deiner neuesten Bilder. Diese beiden Frauenbilder, die wir hier sehen, sind das Allerneueste, was du gemalt hast, obwohl die sind sehr typisch. Sehr, sehr vieles davon, zum Beispiel die Vorzeichnung, die noch erhalten ist, die zeigt, wie du gearbeitet hast und wie du das Bild komponiert hast, die für dich von der Dynamik her auch wichtig ist. Aber hier passieren ja auch noch andere Sachen. Wir haben uns vorher ein kleines Bild angeguckt, auf dem dieser Faltenrock gegen eine große Fläche gesetzt wurde. Hier fängt er auf einmal an, eine ganz andere Funktion noch zu haben. Ja. Genau, also in diesem Fall ist es so, dass das quasi das Zentrum des Bildes quasi eine abstrakte Form ist. Ja, das ist interessant, was du sagst mit dieser konischen Form in der Mitte, die sozusagen so eine
eigentlich was Amorphes sein sollte und irgendwie auch gar keine ihre eigene Funktion hat, die wirklich zu ihrem vollkommen eigenen Form wird. Und du gehst ja in den letzten Jahren immer stärker, das haben wir auch schon vorher gesehen, in die Richtung, dass sich bestimmte Dinge, die eigentlich etwas beschreiben sollen, verselbstständigen als Form. Mhm. Auch die Linien, die dieses Bett hier charakterisieren sollen, sind ja mittlerweile zu Linien geworden, die man bei dir in dieser Form und dieser Striktheit und Klarheit bis jetzt nicht gesehen hat. Und trotzdem funktioniert es als Räumlichkeit und man würde sagen, es ist naheliegend, aber es hat jetzt gedauert, bis ich das für mich entwickeln konnte. Und du sperrst den Rest der Form sozusagen nochmal dynamisch ein und entwickelst da eine Dynamik, die du hier bei diesem Bild ganz anders. Werden die Linien nachträglich dazu gesetzt, sodass du eben nachträglich sozusagen das, was vorher als Form existiert hat, von dir nochmal in seiner Dynamik genauer definiert wird? Es ist im Grunde eine Kombination und zwar sieht man das gut bei der Linie dort oben. Das ist eine Linie, die quasi in der Vorzeichnung gewesen ist und dort hat sie sich eben verdichtet zu einer komponierenden Linie sozusagen. Und hier unten weichst du sogar von der ursprünglichen Linie komplett ab, ne? Genau, das ist dann also sozusagen zugunsten des Bildes entschieden. Interessant ist ja, dass die Bilder eine große Fernwirkung haben, aber dann, wenn man viel näher an sie herantritt, so wie wir jetzt, nochmal ganz andere Aspekte zeigen und in ihrer Abstraktheit und ihrer Flächenbehandlung und so weiter nochmal ihre ganze Eigenheit entwickeln. Ja. Also nochmal Bilder im Bild sozusagen. Genau. Vielen Dank, Jens.